Wer warnt euch, wenn es brennt? Gleich im Video mehr dazu. Ja, wir gucken uns jetzt die Rauchmelder nochmal im Einzelnen an. Und zwar haben wir hier drei verschiedene Sorten liegen. Ach Basti, erzähl mal. Ich steig mal ein. Wir fangen mit Standard an und arbeiten uns dann langsam zur luxuriös Deluxe Edition vor. Kennt man von der Form. Einfach rund und weiß. Hat eine kleine rote blinkende LED als Bestätigung dafür, dass er Saft hat von der Batterie. Wird mit einem einfachen 9 Volt Block betrieben. Aber den kann man bestimmt auch testen, deswegen ist hier... Ja, da ist so eine tolle Taste dran. Ja, drück drauf. Wir machen das mal. Ihr dürft euch auch gerne die Ohren zuhalten. Ich habe nicht getroffen, doch. Büüüp. Funktioniert. In dem Ton schlägt er auch an, natürlich öfter als einmal, weil es mal zum Brand kommen sollte. Oder mal die Kartoffeln anbrennen, denn schlagen die auch gerne mal an. Ja, ist am, im Endeffekt 0815 Rauchmelder, schlägt in sämtlicher Form an Rauchqualm an. Ab einer bestimmten Dichte. Ab einer, genau, also Zigarettenqualm nicht unbedingt, außer bei einem größeren... Nein, auch nicht bei einer elektrischen Zigarette, nein. Nein, nein, da habe ich schon getestet. Gut. Den kann man übrigens erst... vernünftig in Betrieb nehmen, wenn der auch vernünftig festgeschraubt ist. Wir haben das jetzt hier mal übergangen. Also soll heißen, wenn die Batterie nicht richtig eingelegt ist und nicht angeschlossen ist, dann lässt sich der auch nicht hier drinnen verriegeln. Also wir haben das jetzt nochmal eben... Ach, hier, komm. Übersprungen. Als Sicherheitsaspekt. Wie gesagt, 0815 kostet auch nicht die Welt. Und ich denke mal, bevor einem das ganze Haus abfackelt, ist sowas recht günstig. Legen wir den mal beiseite. Den hatten wir jetzt. So. Variante 2. Ist vom Prinzip her ähnlich, funktioniert allerdings auch in der Küche. Das heißt, Wasserdampf beim Kochen lässt ihn nicht auslösen, speziell für die Küche entwickelt, kostet ein bisschen mehr, aber hat statt der normalen 9-Volt-Block-Batterie schon eine Lithium-Batterie in sich. Durch diese schöne Batterie, die hier mit dabei ist, im Kaufpreis enthalten, spart man sich natürlich den Neukauf von, ich sage jetzt mal, 2 Jahre Rhythmus einer neuen Batterie, spart natürlich dadurch wieder Geld. Also das, der zusätzliche Preis lohnt sich schon, wenn man das denn hochrechnet. Damit die nicht ganz so viel Blödsinn, Sabbel und Posse auch noch was zu tun hat, überlasse ich dir die Luxusvariante an dritter Stelle. Ja, ich fange vielleicht nochmal bei dem an. Weil ich hatte ja vorhin schon hier rumgespielt, von wegen mit Batterie einlegen und so weiter. Bei diesem Gerät ist es etwas anders. Und zwar das Schöne hierbei ist, man hat eine Magnetplatte dabei. Das heißt also, wenn man ein bisschen Probleme hat mit der Befestigung, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gehört von Kunden, die mir gesagt haben, ihr Vermieter hat es nicht gerne, wenn das Ganze angebohrt wird, aus irgendwelchen Gründen auch immer, was ich nicht verstehen kann. Aber hier ist also eine Magnetplatte dabei, die man ankleben kann zur Not. Und das Ganze wird aktiviert, sobald ich den Rauchmelder aufschnappen lasse. Auch hier ist eine Testfunktion, ist wie bei allen anderen auch. Und nur weil der eine oder andere vielleicht sagt, Eiselvogel, verkaufen wir Schrott, nix. Diese ganzen Rauchmelder, die wir hier zeigen, sind alle nach VDS geprüft und nach CE zertifiziert. Also in anderen Worten, es ist überhaupt kein Problem. Und in Tests, die wir durchgeführt haben, beziehungsweise wo wir also mit Fachleuten gesprochen haben, selbst dieser Rauchmelder schlägt früh genug an. Funktionsweise, die dann noch ein bisschen anders ist, die ist bei diesen beiden aber auch gleich. Während ein einfacher, billiger, in Anführungsstrichen, Rauchmelder sich nicht nachjustiert, das heißt also, wo auch früher oder später mal ein Fehlalarm auftreten kann durch Staub, justieren die beiden sich alle 24 Stunden neu. Das heißt, die Fotozelle etc. pp. Wird also immer freigehalten, wenn man so will. Das heißt also, da passiert auch nichts. Das heißt also, wo der nach 12 Jahren noch funktioniert, könnte es bei dem schon sein, dass er einfach nur Kernschrott ist. Unterschied bei diesem Premium-Modell ist einfach, man hat hier ein Funkmodul mit drin.
gibt es auch verschiedene andere Firmen, die das können oder die das haben, aber da muss man erst zu jedem einzelnen ein Funkmodul kaufen oder eine Funkstation oder wie auch immer. Das ist hier eingebaut. Man kann also einen Melder zentral positionieren, also zum Beispiel Treppenhaus oder bei sich im Schlafzimmer, wie auch immer. Der meldet dann alle anderen mit. Das heißt also, man kann Etage für Etage vernetzen und hat immer einen zentralen Melder. Auch hier ist es also quasi mit dieser Lithium-Batterie dabei, 12 Jahre Ruhe. Und genau wie die anderen auch, ist also, wenn die Batterie mal schwach wird oder sowas, hört man ein leises Fiepsen. Immer so im. Hört sich so ein bisschen an wie Vogelzwitschern. Ja, ist wirklich so. Ist auch bei Eisenvogel gekauft, ist ja auch wie Vogelzwitschern, ne? Passt ja. Hört sich also wie so ein Eisenvogel an. Und da muss man die Batterie tauschen. Wenn da irgendwelche Fragen auftauchen, welcher ist jetzt der beste für mich oder. Ne? Dann schaut gerne rein. Es gibt natürlich noch viele andere Varianten, die wir kriegen können. Also von anderen Herstellern etc. Nur wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir also mit diesen hier wirklich zuverlässige Rauchmelder im Sortiment haben. Und wie gesagt, sprecht uns an. Den Rest sehen wir dann. Genau. Das war's eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Genauso wie Kollege Basti, der hier sprachlos vor mir steht. Ja, wenn er wollt, sehen wir uns gerne wieder, hören uns gerne wieder und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.